Servus Leute, ich will heute mal den Literaturtag machen. Der beinhaltet 22 Fragen und ja, deswegen fangen wir auch gleich an. Die erste Frage: Hardcover oder Taschenbuch? Wenn möglich, immer Hardcover. Die zweite Frage: Amazon oder Buchhandlung? Wenn möglich, immer Buchhandlung. Amazon eigentlich nur, wenn es eben ja, Print on Demand ist, zum Beispiel, und es diese Bücher eben bei den Self-Publishern ja, leider eben nur bei Amazon zu kaufen gibt. Da musst du eben auf Amazon ausweichen. Aber ansonsten, wenn möglich, immer in der Buchhandlung kaufen. Drittens, Lesezeichen oder Eselsohr? Also, alleine die Frage ist echt Frechheit. Natürlich Lesezeichen, Eselsohr. Geht ja gar nicht. Viertens, ordnen nach Titel, Autor oder ungeordnet? Das ist echt eine gute Frage. Also, ich habe eher also die Titel beieinander und dann schon so ein bisschen nach Größe und Cover und so geordnet. Da kann es dann schon auch passieren, dass die Autoren ja, von unterschiedlichen Reihen irgendwo an ganz unterschiedlichen Plätzen stehen. Es kann aber auch natürlich sein, dass ich dann ein paar spezielle Autoren dann auch wirklich zusammenfasse, dann wie jetzt zum Beispiel hier bei Tolkien. Das ist schon ja, ein bisschen auf dem Haufen. Und auch hier Harry Potter und so. Und dann, ja, also je nachdem. Aber fünftens, behalten, wegwerfen oder verkaufen? Immer behalten. Ich kann keine Bücher wegwerfen. Ich kann sie noch nicht mal verkaufen oder verschenken oder irgendwas. Ja, ich werde in einer Bibliothek leben. Gut, ich lebe jetzt schon, aber also noch mehr irgendwann, wenn ich alt bin, ist das ganze Haus hier, sind alle Zimmer mit Büchern vollgestopft. Ich bin mir sicher. So, ich kann keine Bücher weggeben. Das geht nicht. Sechstens, Schutzumschlag behalten oder wegwerfen? Behalten natürlich. Ich meine, hey, das sind so schöne Schutzumschläge dabei, also von den Covern und so. Das wird natürlich behalten und die bleiben auch dran. Ja. Siebtens, mit oder ohne Schutzumschlag lesen. Das ist auch wieder so eigentlich eine dämliche Frage. Man liest es natürlich ohne Schutzumschlag. Das, ja, wie gesagt, du machst ja dann wieder den, ja, eigentlich ist er dazu da, aber du machst ihn ja dann kaputt. Und dann, ne, ist es eben nicht mehr so. Deswegen liest man es ohne Schutzumschlag. Achtens, Kurzgeschichte oder Romane? Ja, eher Romane. So Kurzgeschichten, ja, das ist auch mal ganz nett, aber eher Romane. Neuntens, aufhören, wenn man müde ist oder wenn das Kapitel zu Ende ist. Nach Möglichkeit höre ich auf, wenn das Kapitel zu Ende ist. Aber ja, manchmal geht es halt nicht mehr. Und dann, weil du so, ja, so ein Buch so suchtest, dass du einfach so weit liest, bis dir einfach die Augen zufallen. Und dann kann es halt auch mal passieren, dass du ein Kapitel, ja, während mittendrin irgendwo ein Kapitel beendest, oder halt mal pausierst.
bis dann zum nächsten, nächsten Leseintervall. Ja, aber am besten am Ende vom Kapitel, wenn man noch wach ist. Sonst passiert es einem, dass man das Kapitel einfach nochmal lesen muss, weil man irgendwie so im Halbschlaf die Hälfte überlesen hat und vergessen hat. Ja, zehntens. Die Nacht war dunkel und stürmisch oder es war einmal. Tja. Sowohl als auch eigentlich, würde ich sagen. Also ja, sowohl als auch. Also wenn ihr jetzt die Frage überhaupt verstanden habt, ja, die Nacht war dunkel oder stürmisch oder es war einmal. Märchen und sowas ist auch cool, aber ja, spannend, so ein Buch und so, das ist schon cool und so. Und Fantasy, ja, sowohl als auch, sage ich da mal. Elftens, kaufen oder leihen? Kaufen. Das muss meins sein. Ich pack das nicht, mir Bücher auszuleihen. Ich habe das früher ab und zu mal, dann habe ich es mir doch gekauft, noch, wenn es mir gefallen hat. Auch wenn ich es dann schon gelesen habe und so. Aber das, ich kaufe es mir dann lieber gleich und dann ist gut. Das muss meins sein, so ein Buch meins. Ne? Da geht leiden. Das geht nicht. So. Nee. Zwölftens, neu oder gebraucht? Eigentlich so gut wie alles neu. Ich geb's zu. Aber ich habe auch kein Problem, gute gebrauchte Bücher, die jetzt, ja, die haben auch immer noch ihre Daseinsberechtigung und so ein Buch ist einfach für mich einfach immer mehr als wie die Summe seiner selbst. Ein Buch ist es einfach wert, gelesen zu werden und geschätzt zu werden. Und wenn es jemand eben nicht mehr haben will, dann bekommt es eben bei mir als gebrauchtes Buch Asyl. Das ist halt so. Ich mag Bücher. 13. Kaufentscheidung, Bestsellerliste, Rezension, Empfehlungen oder Stöbern. Ehrlich gesagt, ja, genau. Ja, genau das. Also von allem was. Ich lasse mir, ich schaue natürlich die Bestsellerlisten durch, was ist gerade in, was ist gerade gefragt. Die ganzen Rankings. Und ich schaue auch viel eben Rezensionen. Man soll es gar nicht glauben, weil bei BookTube hier werden ja die Rezensionen eigentlich immer am wenigsten angeschaut, aber ich mag das gern. Eben für Bücher, für die ich mich schon ein bisschen interessiere, da ziehe ich mir dann schon mal einfach eine Rezension rein. Und das ist dann auch schon kaufentscheidend, würde ich sagen. Und Empfehlungen sowieso, wenn man jemand zum Beispiel auch in den Kommentaren hier ein Buch empfiehlt und sagt, hey, das Buch, das bin ich gerade beim Lesen, ich feiere es total, dann gucke ich mir das auf jeden Fall an und wenn mir dann die Richtung gefällt, dann besorge ich mir das Buch auch, wenn mich das Thema interessiert. Und dann natürlich stöbern, ja, und ein Buch entdecken und so, das ist auch richtig, richtig geil. Und ja, eben
alles davon. 14. Abgeschlossenes Ende oder Cliffhanger. Ich komme mit beiden klar. Aber wenn es nicht so ein Ultra-Cliffhanger ist, ich mag das schon ein bisschen abgeschlossener. Du kannst auch ein gutes abgeschlossenes Ende schreiben, wenn du es drauf hast als Autor, bei dem er ultra viel Bock bekommt, den nächsten Teil zu lesen. Das muss nicht immer so der krasse Cliffhanger sein. Wobei man auch einen Cliffhanger schreiben kann, der gekonnt ist. Das sind riesige Unterschiede. Wenn du einen Cliffhanger als Autor schreibst, so ein Ende von einem Buch, und es wirkt einfach so ultra erzwungen und Hauptsache du machst jetzt kurz davor noch irgendwie Schluss, bevor da jetzt die Erklärung kommt, und das wirkt dann so erzwungen, ja? Solche Cliffhanger sind einfach nur scheiße. Wenn du das aber gekonnt schreibst, dann kannst du dann schon auch einen Cliffhanger einbauen, aber auch eben nur, wenn das nicht erzwungen wirkt, wenn dieses Ende aus dem Buch, aus dem Fluss, aus der Geschichte erklärbar ist, dann ja, dann ist es sogar irgendwie cool. Ja, das muss halt gekonnt sein. Wo waren wir? Bei 15. Morgens, mittags, abends oder nachts lesen. Also wenn ich kann, immer. Aber ja, wenn ich so richtig cool Zeit habe, mag ich das auch mal so richtig morgens nach dem Frühstück, am Wochenende ganz gechillt zu lesen und so. Aber ich mag es auch abends so chillig auf dem Sofa in meiner Leseecke rumfläzen und dann ein Buch lesen oder im Bett, auch toll, kurz vorm Schlafen gehen. Ja, eigentlich immer lesen kannst du immer. Das ist, wenn ich Zeit habe, halt möglichst dann lesen. 16. Einzelband oder Serie. Ich bin irgendwie ein Serienleser. Ich weiß natürlich. Ich habe zwar auch immer wieder coole, tolle Einzelbände, aber ich bin einfach ein Fan von Serien. Wenn mir eine Story gefallen hat, dann will ich einfach mehr aus dieser Welt. Ne? Und dementsprechend haben Serien dann natürlich den Vorteil, dass es eben mehr aus dieser Welt gibt. Und deswegen, ja, Serien. 17. Lieblingsreihe. Ja, Lieblingsreihe. Ja, ich nehme jetzt mal eben nicht Herr der Ringe, weil das ist eine Trilogie und die Welt um Mittelerde ist da zu komplex, um das irgendwie mit einer Reihe zu vergleichen. Dementsprechend ja, gibt es da nur die Lieblingsreihe überhaupt, die glorreichen 7 Harry Potter Bände. Ich bin ein absoluter Potterhead und ich liebe Harry Potter. Ich habe manche Teile mittlerweile 20 Mal gelesen. Was willst du da mal sagen? Also, wenn du ein Buch
20 Mal schon gelesen hast oder Reihe, dann wird es wohl die Lieblingsreihe sein, von dem her. Ja. 18. Lieblingsbuch, das keiner kennt. Ja, aber kennen tut mir das schon. Aber das liegt mir irgendwie schon seit Jahren immer total am Herzen. Es gibt auch tatsächlich eine Verfilmung von dem Buch. Das ist Mara und der Feuerbringer. Ich liebe Mara und der Feuerbringer, diese Trilogie. Die ist echt der Hammer. Um nordische Mythen, um nordische Götter, um eine Geschichte um ein, glaube ich, 13, 14-jähriges Mädchen, das plötzlich feststellt, dass sie eine wirkliche, echte Spokona ist. Das ist so eine Art Wicca-Hexe. Ja, und die eben magische Fähigkeiten hat und Naturmagie fähig ist irgendwie. Und die lernt plötzlich den Gott Loki kennen. Das ist eine wahnsinnig tolle Story. Von Tommy Krabweis, heißt der Autor. Und das ist irgendwie so das Lieblingsbuch, das vielleicht nicht jeder kennt. Ja. 19. Lieblingsbuch vom letzten Jahr. Ganz eindeutig Jonah von Laura Newman. Das ist so ein unglaublich feierbares Buch, was auch ein Einzelband ist, weil wir es gerade davon gehabt haben. Das ist, auch wenn es nicht ganz so einfach kommerziell erfolgreich, glaube ich, war für die Laura, berichtige mich, wenn ich jetzt falsch liege. Es ist so unglaublich gut geschrieben. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Laura Newman. Und ich mag ihre Art zu schreiben einfach. Die kann so, so gut schreiben. Deswegen ist Jonah war mein absolutes Jahreshighlight letztes Jahr, falls ihr das Video gesehen habt. Also Jonah von Laura Newman. 20. Welches Buch liest du derzeit? Ich lese gerade von Dima Zales den zweiten Teil von seiner Oasis-Trilogie. Absolut fantastisch und das absolute Suchtfaktor. Von dem her, das lese ich gerade. 21. Absolutes Lieblingsbuch aller Zeiten. Tja, ganz eindeutig. Dann hier. Tolkien und der Herr der Ringe. Da geht einfach nichts drüber. Das ist meine Nummer 1 und wird es wohl auch für alle Zeiten bleiben. Da wird das kann mir das nicht vorstellen, dass jemals ein anderes Buch Der Herr der Ringe als mein absolutes Over-the-Top-Lieblingsbuch ablösen könnte. Ich würde es feiern,
aber ich kann es mir nicht vorstellen. Von dem her, ja, Herr der Ringe. Lieblingsautor. Boah. Tja. Ja. J.R.R. Tolkien. Ja. Das ist einfach jemand, der so schreiben kann wie Tolkien. Der die Fähigkeit hat, so eine Geschichte zu entwickeln, eine solche komplexe, wundervolle Welt zu erschaffen, wie es Tolkien mit Mittelerde und ja, gemacht hat. Ja, das ist einfach so viel mehr und dementsprechend es ist einfach mein Lieblingsbuch und es ist mein absoluter Over-the-Top Lieblingsautor. Auch wenn ich J.K. Rowling und so auch feier und ja, Laura Newman zum Beispiel auch mit in die ja, in die absoluten Lieblingsautoren von mir pack. Auch Daphne Unruh zum Beispiel. Ich feier die Daphne Unruh, die tolle Autorin von der Zauber der Elemente-Reihe, schon seit Jahren. Ich finde die auch so fantastisch. Aber eben Tolkien ist einfach over the top. Von dem her, ja, das ist mein absoluter Lieblingsautor. Ja, das war der Literaturtag in diesem Sinne. Lest mal wieder was. Ciao.